Es gibt für einen echten SPDler jetzt nur eine richtige Antwort, nämlich Nein. Verehrte SPD-Genossen, ich hoffe, Sie können sich noch an diese Gesichter erinnern. Was diese beiden Herren von der SPD-Spitze wollen, ist einzig und allein Vizekanzler und Minister werden. Oder warum verschweigen die GroKo-Parteien bis heute, wer welches Ministerium bekommen soll? Der Wähler hat 2013 sehr weise entschieden. Die gesamte Opposition mit SPD, Grünen und den Linken hat 8 Sitze mehr als die CDU-CSU. Besser geht das doch gar nicht. Die Bundestagswahl hat eindeutig ergeben, dass die CDU-CSU unter Kanzlerin Merkel weiter regieren soll. Allerdings dieses Mal mit einer Minderheitsregierung. Liebe SPD-Genossen, wollt ihr wirklich, dass eure Parteispitze mit Dummdödeln wie Dobrindt, Pofalla und Gröhe als Minister zusammenarbeiten muss? Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein. Verehrte SPD-Mitglieder, ihr wollt den flächendeckenden Mindestlohn und eine Steuererhöhung für Reiche ohne Wenn und Aber durchsetzen? Dann müsst ihr logischerweise bei diesem Mitgliedervotum mit Nein stimmen. Denkt an meine Worte. Angela Merkel und der bayerische König Seehofer werden auch die SPD über die Klinge springen lassen. Lasst das nicht zu. Stimmt bei diesem Votum mit Nein.